Ja, schön euch heute Abend zu sehen hier. Heute mal ein paar Geschwister dabei, die ein paar Geschwister mehr, das ist schön. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, und es ist der Weg des Volkes Israel, den wir hier mitgegangen sind, der Auszug des Volkes, wie Gott sie herausgeführt hat durch Mose, wie er sie durch das Meer hindurch geführt hat und Gericht geübt hat an dem Pharao und seiner Armee, wie er sie durch die Wüste geleitet hat, ja, durch verschiedene Prüfungen, die auch gar nicht so einfach waren, Hunger, Durst, Krieg, Kämpfe. Und ja, letztes Mal haben wir den Besuch des Schwiegervaters, des Mose, gesehen, der seinem Schwiegersohn guten Rat gibt und dem Volk Israel guten Rat gibt. Und Mose erkennt, es ist göttlich inspiriert, es ist nicht einfach nur irgend so ein Tipp von irgendeinem Menschen, sondern er erkennt hier durch die Autorität des Schwiegervaters, spricht Gott zu ihm, und er macht es so. Und Jethro hatte Mose auch dazu aufgefordert, prüf das, ob das von Gott ist. Und wenn du aber merkst, dass es von Gott ist, dann mach das so. Und dann hat er das so gemacht, er hat Verantwortung abgegeben. Er hat Brüder gesucht, die mit Verantwortung tragen im Volk, die das Recht Gottes im Volk durchsetzen, die Friedensstifter sind, die dazu beitragen, dass der Streit im Volk geschlichtet wird. Und Mose freigesetzt ist für die Aufgabe, für die Gott ihn berufen hat, nämlich ja, die tiefe persönliche Beziehung zu Gott zu suchen, nicht nur für sich persönlich, sondern für das ganze Volk, und das, was Gott ihn lehrt, weiterzugeben an das Volk zu unterweisen, zu lehren in dem Weg Gottes. Und dann natürlich auch schwerwiegende Fragen vor Gott zu bringen und bei Gott um Weisheit zu bitten und zu suchen, um schwierige Streitfragen zu lösen, die zu schwer ist für die einzelnen Richter im Volk. Und auf der anderen Seite muss er eben, wie gesagt, die Verantwortung loslassen für die alltäglichen Dinge, muss vertrauen, muss darauf bauen, dass die Obersten, die eingesetzt wurden, ja, dass sie eigenverantwortlich sich das Wort Gottes zu eigen machen, das, was er lehrt und predigt, umzusetzen. Und ja, das ist ein Weg des Vertrauens, der manchmal so schwer ist für uns Menschen. Einfach weil wir, ja, wir sind einfach auch sündhafte Menschen. Und selbst da, wo wir es gut meinen und versuchen, es gut zu machen, indem wir für andere da sind, indem wir für andere sorgen, indem wir
Streit versuchen zu schlichten, indem wir andere Gottes Wegweisung weitergeben. Wir versagen auch immer wieder. Und nur weil wir versagen, heißt es nicht, dass Gott diesen Weg über Bord geworfen hat. Nein, das ist auch im Neuen Testament so. Gott möchte eine Gemeinschaft von Menschen, in einer Gemeinschaft von Menschen leben, die ihm vertrauen zuallererst und dann aber auch einander vertrauen. Und der Weg dahin ist, den er uns eröffnet hat, ist, dass durch seinen Tod am Kreuz immer wieder Versöhnung möglich ist, immer wieder Neuanfang möglich ist, immer wieder Heilung von Verletzungen möglich ist. Und darum sollen wir ringen und darum müssen wir kämpfen, um diese Gemeinschaft des Vertrauens. Wir sollen selber das, was an uns liegt, dazu beitragen, mit allen in Frieden zu leben. Das heißt für mich, da wo Gott mir etwas anvertraut hat, treu zu sein. Wenn ich treu bin, dann kann man mir auch vertrauen. Ist so schön im Deutschen, dass diese Begriffe so gut zusammenhängen. Ne? Das zeigt, wie das sich einander bedingt. Die Treue und das Vertrauen. Und da, wo wir versagen in der Treue, wo wir auch versagen im Vertrauen, da können wir immer wieder zu dem einen Gott, zu unserem wunderbaren Herrn gehen, der treu ist. Sein Name ist treu und gerecht. Er, der treu ist und vertrauenswürdig. Er, der treu geblieben ist, Jesus, der treu geblieben ist seinem Vater und sein Vater, der ihm alles anvertraut hat und nicht enttäuscht worden ist und nie enttäuscht wird. So werden wir auch nie enttäuscht, wenn wir zu Jesus gehen und ihm vertrauen. Er ist der Herr, er ist der gute, große Hirte der Schafe. Und wenn er einsetzt zur Leitung innerhalb der Gemeinde, dann ist es immer unter seiner Herrschaft, unter seinem Hirtendienst. Und es nie als Ersatz zu sehen. Wir brauchen Jesus als den guten, großen Hirten der Schafe immer und immer wieder in unserer Mitte. Wir brauchen ihn in der Gemeinde, wir brauchen ihn ganz persönlich. Das, was uns Jesus als der gute Hirte geben kann, das kann uns kein Mensch geben. Niemand ist so treu. Niemanden können wir so vertrauen wie ihm. Aber durch ihn können wir selber treu sein und dadurch vertrauenswürdig für andere. Und wenn wir treu sind, und solche Männer sollten gesucht werden, auch im Neuen Testament, wenn es darum geht, Männer auszuwählen, die Leitungsverantwortung übernehmen, auch Männer und Frauen in bestimmten Bereichen, wo Gott sie einsetzt und ihnen ja, Menschen anvertraut. Ja, Paul, im Hebräerbrief heißt es, dass wir als Leiter Rechenschaft vor Gott ablegen müssen, nicht nur für unser eigenes Leben, sondern auch für die Menschen, die uns anvertraut wurden. Wenn ich mir das klar mache, dann wird mir ein bisschen mulmig. Also Vertrauen und Treue sind zwei ganz wichtige Dinge in unserem Wandel als Gemeinde, als Geschwister miteinander, als Volk Gottes, wenn wir unterwegs sind. So wie das hier eingerichtet wurde, dass Verantwortung aufgeteilt wurde auf viele, viele, viele Menschen. Wie gesagt, wenn man das so wortwörtlich nimmt, dann werden das vielleicht so 80.000 Oberste gewesen sein, irgendwie.
Das wird sicherlich seine Zeit gebraucht haben, bis er die alle eingesetzt hat. Wir steigen ein in Kapitel 19. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Es ist interessant eigentlich, dass in der ganzen Geschichte vom Auszug von Ägypten immer wieder sehr eindeutige, sehr klare Datumsangaben gibt. Das ist nicht hier irgendwie ein Mythos, irgendwie eine Geschichte, die sich irgendwer mal ausgedacht hat. Nein, gerade diese Aufzeichnungen, später gibt es eine Aufzeichnung der Lager, wo sie sich gelagert haben. Dann gibt es diese Aufzählung, oder dann wurden die einzelnen Volksstämme gezählt nach bestimmten Kriterien. Das kommt dann später im vierten Buch Mose. All diese Dinge, die werden gemacht, sehr, sehr ausführlich beschrieben, wie das Heiligtum gebaut werden soll und wie es dann aussah in den Einzelheiten, in den Details. Der Opferdienst, all diese Dinge werden so im Detail beschrieben. Das ist nicht irgendein Mythos, nicht irgendeine Geschichte, die sich irgendwann mal ausgedacht hat, sondern macht es deutlich, dass es hier Mose ging es darum, deutlich zu machen, so ist es abgelaufen. Es ist Geschichte, die hier erzählt wird. Und auch wenn wir sonst keine Belege und keine Quellen dazu haben, und auch wenn wir archäologisch vielleicht nicht unbedingt so viele Funde haben, dass wir das so toll belegen können hier im Einzelnen, heißt das nicht, dass es nicht genauso geschehen ist. Im dritten Monat, das heißt, also wir hatten schon gelesen, sie sind ausgezogen am 15. des ersten Monats. Dann sind sie einen Monat lang unterwegs gewesen, kommen dann in Kapitel 16, genau einen Monat später, brechen sie von Elim auf und ziehen weiter in die Wüste Sin hinein. Und dann nochmal einen Monat später sind sie jetzt an dem Berg Gottes, um Gott zu begegnen. Und zwar nach dem Befehl des Herrn. Gott hatte das befohlen. Er hat es aufgetragen. Geht dorthin. Er hat das durch Mose gesagt. Ihr werdet an diesem Berg mich anbeten. Das wird das Zeichen sein, dass ich dich berufen habe. Er hat es aber auch gezeigt durch die Wolkensäule, die ihnen vorangegangen ist. Sie sind an diesen Ort geführt worden. Und auch, dass du heute hier bist, ist ja nicht einfach, weil du dir gedacht hast, ja, weiß ich nicht, wo gehe ich denn heute Abend mal hin? Herrenstraße 8a, ja, könnte ja ganz nett sein. Nein, es ist Gott, der uns ruft, der uns zieht, der uns in Bewegung setzt. Der sagt, komm in die Gemeinschaft der Gemeinde, komm in die Gemeinschaft der Geschwister, komm unter das Wort Gottes, bete mit deinen Geschwistern Gott an, suche Gott gemeinsam mit deinen Geschwistern. Es ist Gottes Geist, Gottes Befehl, dem wir folgen. So kommt das Volk Gottes auf den Befehl des Herrn hin, an diesen Ort. Sie kommen nicht zufällig dorthin. Sie kommen nicht dorthin, weil sie sich gedacht haben, ja, da wollen wir mal hingehen, mal gucken, ob Gott da ist. Sondern Gott hat sie gezogen, Gott hat sie geführt, Gott hat sie geleitet und Gott hat ihnen geboten, geht dorthin. Und dort sind sie jetzt. Ähm,
Jetzt habe ich hier was durcheinander gebracht. Hier steht natürlich nicht nach dem Befehl des Herrn. Ich weiß, das habe ich aus Kapitel 17 dazugefügt. Das darf ich nicht. Aber wir werden gleich sehen, dass das, was ich gesagt habe, trotzdem wahr ist. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Mose stieg hinauf zu Gott. Das klingt irgendwie, wenn man das einfach mal so rausnimmt. Mose wusste ja, wo er war. Er erkannte sicherlich die Stelle wieder, wo er vor 40 Jahren Gott begegnet war, wo Gott ihm begegnet war, auf eine besondere Art und Weise. Insofern war er voller Erwartung. Gott hatte gesagt, an diesem Ort werdet ihr mich anbeten. Er war voller Erwartung. Er wusste, jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt hat sich das erfüllt, was Gott gesagt hat. Es war eine aufregende Situation für ihn. Und ja, das, was ihn am meisten gezogen hat an diesem Ort, war nicht irgendwie die Landschaft. Es war noch nicht mal dieser Dornbusch. Er hat jetzt nicht nach dem Dornbusch gesucht. Wo ist denn dieser Dornbusch, der brannte und nicht verbrannt ist? Sondern das, was er dort an diesem Ort gesucht hat, war Gott. Und er stieg hinauf zu Gott. Aus der Tiefe heraus stieg er hinauf zu Gott, der in der Höhe ist. Und Jahwe rief ihm vom Berg aus zu. Nicht mehr aus dem Dornbusch, sondern vom Berg aus. Von der Höhe. Der hohe und erhabene Gott. Wisst ihr, am Anfang ist er in den Dornbusch hineingekommen. Der Engel Gottes hat aus dem Dornbusch herausgesprochen. Mose war überhaupt nicht vertraut mit der Stimme Gottes. Er war nicht vertraut mit Gott. Und Gott hat sich herabgelassen und ist hineingekommen in diesen Dornbusch, um ihn zu erreichen auf eine wunderbare Art und Weise, um ihm zu begegnen, um zu ihm zu sprechen. Er ist ihm auf eine doch relativ sanfte Art begegnet. Dieser brennende Dornbusch, sicherlich schon ein Feuer, aber ein Dornbusch, der nicht verbrennt, er brennt einfach. Aber das, was Mose jetzt erleben wird, ist die Offenbarung Gottes in einer viel größeren Art und Weise. Gott erscheint in der Höhe, auf dem Berg. Die Jünger haben das auch so erlebt. Als Jesus umherzog, da war er dieser Zimmermann. Und er rief sie und sagt, komm, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann war aber dieser Tag, wo Petrus, Andreas und, Petrus, Johannes und Jakobus waren es. Drei dieser Fischer. Jesus hat gesagt, komm, wir gehen mal diesen Berg hinauf. Und dann sind sie diesen Berg hinaufgegangen und auf der Höhe passierte das, dass Jesus umgestaltet wurde vor ihm, ihren Augen. Er war so strahlend, so hell. Sie konnten das gar nicht anschauen. Es war die Verherrlichung Jesu, die Verklärung Jesu, wie wir sagen, auf dem Berg. Er wurde umgestaltet und zwar in solch einer Weise, wie wir umgestaltet werden in der Entrückung. Wenn unser vergänglicher Leib umgestaltet wird in einen Leib, der nie vergeht, wo wir keinen Schmerz, kein Leid mehr kennen. Dieser verherrlichte Auferstehungsleib, den Jesus nach seiner Auferstehung hatte. In diesem Moment hatte er ihn. Sie begegneten diesem Jesus, dem verherrlichten Sohn Gottes, auf diesem Berg, auf der Höhe. So hatten sie Jesus noch nie
wahrgenommen. So hatten sie ihn noch nie gesehen. Sie haben auch danach nicht drüber gesprochen. Jesus hat gesagt, sprecht nicht darüber. Johannes hat ihn später nochmal so gesehen. Auf der Insel Patmos beschreibt er uns in Offenbarung 1, wie Jesus als der Auferstandene ihm begegnet ist. Und er ist niedergestürzt. So bestürzend war diese Erscheinung, so bestürzend war diese Begegnung mit diesem mächtigen Gott. Und so ist es auch hier. Gott spricht vom Himmel aus, ruft vom Himmel aus zu Mose. Er sagt, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Ist das nicht ein schöner Vers? Ich habe euch auf Adlerflügeln zu mir gebracht. Noch ein bisschen schöner drückt er das aus in 5. Mose 32. Und da heißt es in Vers, da singt Mose dieses Lied und er singt über Israel wie über einen Einzelnen. Gott fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Das ist 5. Mose 32, Vers 10. Und Vers 11 heißt es, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. So leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. In dem Adlernest, wo die Jungen, die Flügge geworden sind, von der Adlermutter oder vom Adlervater, ich weiß das nicht genau, wie das ist, weiß vielleicht Christoph mehr darüber, sozusagen diesen vielleicht sogar einen kleinen Schubs gibt. Sie fallen, sie springen aus dem Nest, um das erste Mal das Fliegen auszuprobieren. Und der Adler fliegt mit, um sicherzugehen, dass dieses Kind nicht abstürzt, sondern in der letzten Not, wenn das Adlerjunge tatsächlich noch nicht es schafft, irgendwie sich zu fangen, es sozusagen auf seinen Rücken zu nehmen. Ich weiß nicht, wie weit dieses Verhalten tatsächlich biologisch nachweisbar ist, aber das ist das, was Gott hier als Bild gebraucht. Er sagt, ich bin wie ein starker Adler für seine Jungen. Und ich habe euch getragen. Ich habe euch hierher getragen. Ich habe euch geleitet, geführt. Das Volk ist von Gott geführt und getragen. Auf Adlerflügeln bringt er uns zu sich. Er zieht uns. Er führt uns. Er leitet uns. Ja, er trägt uns. Es wird einmal den Tag geben, wo wir bei Gott sein werden. Und wo uns dieses Bild, glaube ich, auch ganz stark im Herzen sein wird. Gott, du hast mich. Irgendwann hast du mich auf deinen Rücken genommen. Ich war im Fallen. Ich war im freien Fall. Aber du hast mich aufgefangen und du hast mich nach Hause getragen. Vers 5, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Das ist sozusagen eine Überschrift über das, was jetzt kommt. Den Bund, den Gott schließen wird hier an diesem Berg mit seinem Volk. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Aber es ist interessant hier in Vers 5. Wenn, dann.
Wenn, dann. Es ist hier eine, es wird eine Hürde aufgesetzt. Der Bund ist zweiseitig. Ja, ich möchte euch zu meinem Volk machen. Ich will euer Gott sein. Aber ihr sollt und müsst mein Volk sein. Sonst können wir nicht zusammenkommen. Ihr sollt willig auf meine Stimme hören. Ihr sollt meinen Bund halten. Das sind die Aufträge an das Volk Gottes. Wenn du diese Dinge tust, dann wirst du leben. So steht es später im Gesetz. Wir kommen da nochmal drauf zurück. Wir gehen jetzt erstmal darauf ein, was Gott hier seinem Volk verspricht. Er sagt, ihr sollt aus allen Völkern mein Eigentum sein. Mein eigenes, mein persönliches Volk. Das Volk Gottes bis heute hin ist das Volk Israel, sind die Juden das Volk Gottes. Mein Eigentum. Denn mir gehört die ganze Erde. Gott sagt, die ganze Erde gehört mir, aber dennoch will ich euch zu einem besonderen Volk machen, das dem meine besondere Liebe gilt. Lass uns mal 5. Mose dazu aufschlagen, 5. Mose 7. Und Vers 6. Und Gott hat ihnen geboten, dass sie sich nicht die anderen, die Götter der anderen Völker zu eigen machen sollten, sondern sie sollen voll und ganz beim Herrn sein, mit ganzem Herzen. Denn hier steht in Vers 6, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Der Herr hat euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gott erklärt hier seinem Volk, dass ihr mein Volk seid. Es hat nicht was damit zu tun, dass ihr etwas habt, was mich beeindruckt. Sondern, dass ihr mein Volk seid, hat was mit mir zu tun. Das hat was mit meiner Liebe zu tun zu euch. Es hat was damit zu tun, dass ich der treue Gott bin. Dass ich der barmherzige Gott bin. Dass ich auf die Kleinen und Geringen achte, ja, das geringste Volk. Er hat sich gesagt, ja, die sollen meine sein. Die sollen, die besonders verachtet sind in dieser Welt, sie sollen besonders geehrt sein in meinen Augen. Ein Sklavenvolk. Dieses Sklavenvolk soll mein Volk sein, das Volk Gottes. Diese kleine Herde, die soll mein sein. Die soll von mir besonders geehrt werden, wo sie in dieser Welt nicht geachtet ist. Und so sagt er es dann auch in Titus, im Neuen Testament, Titus Brief, Kapitel 2. Und da sehen wir, dass dieses Wort, das Volk des Eigentums, mein eigenes Volk, das wird hier wieder aufgegriffen und in den Zusammenhang gebracht des neuen Bundes. Der alte Bund, der bestand darin, wenn ihr das tut, dann. Der neue Bund ist aber völlig einseitig. Wenn wir hier das Abendmahl austeilen, dann heißt es, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird.
Das Einzige, was unsere Sache ist, ist, nimm hin, iss, trink. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Im Vertrauen auf Jesus, der Stimme seines Vaters voll und ganz gehorcht hat, der gehorsam war bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er ist der gehorsame Sohn. Er ist Israel, das wahre Israel. In ihm erfüllt sich die Prophezeiung. Er ist derjenige, der den Bund gehalten hat. In Treue bis zum Schluss. Und durch ihn haben wir Teil an dem neuen Bund. Nicht aufgrund dessen, dass wir etwas getan haben, sondern nur aufgrund dessen, was er getan hat. Und so sagt Paulus das hier auch, schreibt er das an Titus. Er sagt, wer ist der? Unser großer Gott und Retter Jesus Christus. So heißt es im Vers davor. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Wieder hier die entscheidende Wende. Gott hat sich dieses Eigentumsvolk gereinigt. Er hat sich selbst für uns gegeben. Er hat uns losgekauft. Und er hat uns befreit dazu, in seinen Ordnungen zu wandeln. Da kommen wir dann später noch dazu. Jetzt wird gesagt, dass das Volk Israel soll ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das finden wir im Neuen Testament auch wieder aufgegriffen, am deutlichsten im 1. Petrusbrief, ein Stückchen weiter hier. Da sagt Petrus das auch an die Gemeinde gerichtet, an uns gerichtet. 1. Petrus 2. Das erste Mal finden wir es hier in Vers 5 und wir fangen in Vers 4 an. Zu ihm kommend, zu Jesus kommend, als zu einem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar ist. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Hier ist dieses Bild vom Tempel. Jesus, der Eckstein, der verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist des neuen Tempels. Ein verworfener Stein, ein Stein, von dem gesagt wird, den können wir nicht brauchen, weggeschmissen auf die Müllhalde, wie die Gekreuzigten. Wenn sie vom Kreuz abgenommen wurden, normalerweise in die Schlucht hineingeworfen wurden, auf die Müllhalde. Aber bei Gott auserwählt. Deswegen hat er nicht zugelassen, dass Jesus einfach auf die Müllhalde geworfen wurde, sondern ihm wurde ein gutes, ein schönes, wunderbares Begräbnis zuteil. So hat Gott es auch vorausgesagt und so ist es auch eingetreten, sodass seine Auferstehung nachweisbar war. So sind aber auch wir unbrauchbare Steine, weggeworfen vielleicht, nicht brauchbar. Aber Gott nimmt uns und sagt, ich will dich einbauen in meinen Tempel. Du bist ein lebendiger Stein, du sollst ein lebendiger Stein meines Tempels sein, sodass du Teil dieses wunderbaren geistlichen Hauses bist, des Tempels, in dem der wahre, lebendige Gott verherrlicht wird. Und dann spricht er hier weiter und sagt Petrus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Ja, wir sind Priester, als Priester berufen. Das ist eine Entdeckung, die Luther auch gemacht hat. Das Priestertum aller Gläubigen. Wir sind alle Priester, nicht nur die Geweihten, die Priesterschaft, sondern in Jesus Christus sind alle Gläubigen Teil
der Priesterschaft. Wir sind alle Priester Gottes. Und wir bringen geistliche Opfer. Geistliche Opfer bestehen in zum Beispiel in Lobpreis und Anbetung, in Dank Gott gegenüber. Geistliche Opfer sind die Opfer, wo wir uns selbst hingeben, Gott zur Verfügung stellen und uns gebrauchen lassen von ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit. Geistliche Opfer sind, wo wir das, was Gott uns gegeben haben, teilen, weitergeben, sei es materielles oder auch einfach ja, Dinge, die nicht materiell fassbar sind. Wir sind Priester darin, dass wir andere Menschen segnen, wie die Priester berufen waren, Israel zu segnen. Wir segnen Menschen. Wir haben von Gott geistliche Gaben, geistliche Gnadengaben empfangen, geistlichen Reichtum empfangen. Wir haben Liebe empfangen. Wir haben Güte und Freundlichkeit empfangen. Wir haben Barmherzigkeit empfangen. Und das heißt, wenn wir zu Priestern gemacht sind, geben wir das, was wir empfangen haben, weiter. Wir sind diejenigen, die unsere Nachbarn, unsere Kollegen segnen, für sie beten. Diejenigen, die für die Regierung beten. Das macht sonst keiner. Wir haben das empfangen. Wir sind auserwählt. Wir gehören zu Gottes Volk durch Jesus Christus, den Gerechten. Er hat uns gerecht gemacht. Er ist der hohe Priester, der uns durch sein Opfer zu Priestern Gottes macht. Und dann in Vers 9 wird das noch deutlicher wiederholt, was in 2. Mose 19 steht. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und es wird noch einmal ganz deutlich aufgegriffen im Offenbarung, Kapitel 1, wo Johannes an die sieben Gemeinden schreibt und sie grüßt im Namen Gottes, des dreieinigen Gottes. Er spricht von Gott dem Vater, dem Schöpfer, der ist, der war und der kommt, von den sieben Geistern, von dem Geist Gottes, den siebenfältigen Geist Gottes, der vor Gottes Thron ist. Und Vers 5 von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Jesus sind wir das, durch sein Blut sind wir gereinigt und sind von ihm eingesetzt worden zu Priestern, aber auch zu Königen, zu Herrschern. Sein Plan ist es, dass wir mit ihm zusammen herrschen sollen. Wir lesen noch zwei weitere Verse hier aus Offenbarung. In Kapitel 5, Vers 9 wird im Himmel ein neues Lied gesungen. Und zwar wird Jesus angebetet. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Warum werden sie herrschen? Weil sie Jesus, den einzigen Gerechten, als den Herrn und König angenommen haben. Weil sie sich ihm untergeordnet haben, der die Liebe ist,
die Barmherzigkeit, die Freundlichkeit, die Sanftmut, die Demut. Er, der Sohn Gottes, der von Gott auserwählt ist, Herr und König über diese Erde zu sein. Warum? Weil er Abbild, das vollkommene Ebenbild des Vaters ist. Weil er gut ist. Sonst keiner. Wer soll sonst über die Erde herrschen? Alle Herrscher, die über diese Erde herrschen, sind doch alle irgendwo ungenügend, wenn ich es mal freundlich ausdrücke. Wer soll dann über die Erde herrschen? Jesus. Er ist der Einzige, dem das gebührt. Aber Jesus hatte den Plan, nicht alleine zu herrschen, so wie Mose nicht alleine das Volk geleitet hat. Nein, er hat viele sich ausgesucht, die Oberste sein sollten, die mit ihm herrschen, die mit ihm regieren. Und herrschen und regieren heißt nicht, andere unterdrücken, andere unterjochen, sondern Frieden zu bringen. Und dann steht es in Offenbarung 20, da steht Vers 4, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Wer ist sie? Das sind die, die mit Christus, also Christus selbst und die, die mit ihm aus dem Himmel heraus herabgekommen sind. Die neutestamentliche Gemeinde, die entrückt worden ist in den Himmel und jetzt mit Christus aus dem Himmel herabgekommen ist. Sie setzten sich auf die Throne und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Das sind diejenigen, die in der schweren Betrübnis, wo der Zorn Gottes auf die Erde ausgegossen ist, noch errettet wurden. Viele, viele sind es, kaum zu zählen. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. So sind wir berufen in Jesus Christus dazu, über diese Erde zu herrschen. Und Gott hat es schon seinem Volk damals, dem Volk Israel, gesagt. Das ist das, was mein Plan eigentlich ist. Ich möchte mir ein Eigentumsvolk von dieser Erde hernehmen. Ich möchte mir ein Volk von Menschen nehmen. Und was müssen das für Menschen sein? Die auf Gottes Stimme hören, ihm folgen und seinen Bund halten. Aber das Volk hat es nicht getan. Das Volk Israel hat darin versagt. Und alle Menschen versagen darin. Das ist die große Erkenntnis, die Paulus dann auch sagt. Er sagt zu Petrus in Galater 2, sagt er, was zwingst du die Heiden, nach diesen ganzen Überlieferungen, nach den ganzen Gesetzen, zu handeln, wo wir selber doch das nicht halten können. Das ist zu schwer für uns. Wir kriegen das nicht hin. Wir werden dadurch nicht gerettet und wir werden nicht erlöst. Wir werden nicht befreit. Das Gesetz verurteilt uns, es verdammt uns. Es macht uns nicht frei. Nein, es muss einer kommen, der es gehalten hat. Und wenn er in mir lebt, dann verändert sich das alles. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist es, was Gott hier eigentlich meint. Ich möchte eine heilige Nation berufen, eine Priesterschaft, eine Gruppe von Menschen, die sich haben verwandeln lassen in mein Ebenbild, umformen lassen. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Dabei belassen wir es für heute. Jesus hat seinen Bund geschlossen mit uns. Er hat sein Blut vergossen, damit wir sein Eigentum sind. Das heißt, dass wir uns nicht mehr selbst gehören. Und wenn wir das Abendmahl jetzt nehmen,
dann ist es eine Erinnerung wieder daran, dass wir nicht uns selbst erlöst haben, dass wir uns auch nicht selbst erlösen können. Wir können uns nicht selbst ans Ziel bringen. Nein, Gott muss uns auf seinen Adlerflügeln zu ihm bringen. Es erinnert uns daran, dass wir nicht willig sind. Nein, wir sind eher unwillig. Wir begehren auf, wir wollen nicht hören. Wir bleiben nicht in dem Bund, wir sind nicht treu. Aber Jesus, er war treu. Er ist der Stimme seines Vaters vollkommen gefolgt und hat ihm gehorcht. Und er hat den Bund gehalten für uns. Und das ist sein Angebot an uns, das ist sein Friedensangebot. Ich mache, dass ihr in meinen Ordnungen wandelt. Ich habe es für euch getan. Euch ist vergeben, alle Schwäche, alle Untreue, alles Versagen, alle Rebellion ist euch vergeben. Und vergeben heißt, dass es auch das ihr davon befreit seid, gereinigt durch das Blut Christi. Ihr müsst nicht mehr so leben, sondern er will in euch so wohnen, er wohnt in uns so, dass er uns unser Innerstes so umgestaltet, dass wir tatsächlich zu solchen werden, die gerne, willig auf seine Stimme hören, gerne seinen Bund halten, diesen Liebesbund. Ich gebe mich für euch hin. Unser Geliebter hat sich ganz für uns hingegeben. Und diese Liebe zu erwidern, ist eigentlich das Schönste und Größte, was wir tun können. Niemand ist wie er, niemand ist wie du, Jesus. Amen.